Ja, einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, lieber Richard Bennett, lieber Tom, willkommen hier bei uns in der Heinrich-Böll-Stiftung zu unserer Abendveranstaltung mit dem Thema Menschenrecht, Leitbild für eine neue Politik. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Kommen. Ich weiß es besonders zu schätzen, weil wir konkurrieren mit einem schönen Frühlingsabend und erst recht mit einem wichtigen Fußballspiel, Bayern gegen Barca. Aber Menschen, die sich für Menschenrechte interessieren, wissen eben auch, was Prioritäten sind. Danke Ihnen also, es freut mich, dass Sie da sind. Ganz kurz ein paar Sätze zu uns als Heinrich-Böll-Stiftung. Wir als Heinrich-Böll-Stiftung, als politische Stiftung, haben definitiv in unserem Kernmandat Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und natürlich Menschenrechte als essentieller Kern auch demokratischer Prozesse zu fördern. Wir tun das mit unseren Partnerinnen und Partnern weltweit. Wir haben 31 Büros in allen Kontinenten der Welt. Und ich kann sagen, dass überall Menschenrechte nicht einfach ein Add-on sind, sondern integraler Bestandteil unserer Demokratiearbeit, unserer geschlechterpolitischen Arbeit, vor allem aber auch, das ist mir sehr wichtig, eben auch unserer Ökologiearbeit, der Arbeit zu Klima- und Ressourcengerechtigkeit. Gerechtigkeitsfragen, Gleichheitsfragen sind für mich eben auch ganz essentiell menschenrechtliche Fragen. Uns interessiert, wie wir mit Partnerinnen und Partnern zu Menschenrechten nicht nur aufklären, sondern wie wir Partnerinnen und Partner stärken und fördern. Also das wunderbare Wort des Empowerments, das drückt es am besten aus und ist besser als ermächtigen auf Deutsch. Empowerment derjenigen Menschen, die mit Mut und Engagement, Zivilcourage für die Einhaltung und Durchsetzung der Menschenrechte eintreten. Wir fördern rechtsbasierte Ansätze in unterschiedlichen Politikfeldern, eben auch, und das ist essentiell, in unserer Landwirtschaft, und dafür sind wir ja mittlerweile nach zwei großen Fleischatlanten und einem Bodenatlas berühmt. Wir fördern eben auch in dieser Arbeit, dass wir betonen, wie wichtig der Zugang zu Land ist, der Zugang zu Bildung, wenn wir ist ein essentielles Menschenrecht. Unsere Landwirtschaftsarbeit ist normativ basiert im Kontext des Rechts auf Nahrung, eines derjenigen Rechte, die erst spät in der Kodifizierung der Menschenrechte dazugekommen sind. Viele wissen das natürlich nicht, weil es sehr speziell ist. Wir fördern derzeit über die EU finanziert ein großes Projekt, wie wir in die Lehre, nämlich in die Curricula der Agrarwissenschaften, das Recht auf Nahrung als Lehrstoff integriert bekommen. Das ist kein Thema, mit was man groß PR macht oder kein Thema, mit dem man groß Bildungsarbeit macht, aber ich halte auch das in Ergänzung zu unserer Aufklärungs- und Bildungsarbeit für ein ganz wesentliches Element, eben nicht nur von Menschenrechten zu reden, sondern eben vor allem auch dafür zu sorgen, wie sie in wichtigen wissenschaftlichen Sektoren wie der Agrarwissenschaft dann auch Menschen endlich mal über das Menschenrecht auf Nahrung erfahren. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass genau das in der Lehre gar nicht vorkommt. Das heißt, wir haben genau das, wo ich das große Problem sehe. Menschenrechte sind dafür da, sich für sie einzusetzen, wenn alles andere erledigt ist. Sie sind ein Add-on, für manche ein Luxus. Und wir, und das hoffe ich, und das ist unser Leitbild, dass wir Glaubwürdigkeit und normativ eigentlich auch nur mit Glaubwürdigkeit unterwegs sein können, wenn wir deutlich machen, wie sehr Menschenrechte integriert sein müssen in alle Politikfelder, in alle Politikbereiche und nicht nur für den Sonntag und für das Wochenende gelten. Wir treiben Menschenrechte nicht nur voran und unterstützen Menschen bei der Durchsetzung. Wir haben
weil wir es mit mutigen Menschen zu tun haben, mit einer unglaublichen und für mich auch mit erschreckend zunehmenden Situation von Menschenrechtsverletzungen weltweit zu tun. Wer mutige Arbeit gegen Landvertreibung macht, wird immer öfter verhaftet, wird mit Gewalt bedroht. Wir haben als Stiftung, die sich für bürgerliche Rechte einsetzt, für politische Rechte einsetzt, mit Verhaftungswellen zu tun in vielen Ländern der Welt. Wir haben es mit neuen Diskriminierungstatbeständen und Kriminalisierungstatbeständen zu tun. Und das gilt eben nicht nur für Länder wie China oder wie Russland, die massiv ihre Bürgerbewegungen in ihrer Handlungsfreiheit beschränken. Es gilt immer mehr auch durchaus für Semidemokratien oder Demokratien in der Transition, die eben nicht mehr hinnehmen wollen, dass ihre wirtschaftlichen Interessen wie illegale Abholzung durch Öffentlichkeitsarbeit, auch von Menschenrechtsverteidigern im Feld der Ökologie, angeprangert werden. Deswegen ist für uns als Stiftung, und ich muss es sagen, ein richtig brennendes Thema geworden, wie wir auch mit der Kriminalisierung, den Diskriminierungen unserer zivilgesellschaftlichen Partnerinnen umgehen. Das hat zugenommen, definitiv. Wir haben es in über 50 oder 60 Ländern mit neuen NGO-Gesetzen von Regierungen zu tun, die überall den Handlungsspielraum von Nichtregierungsorganisationen, von zivilgesellschaftlichen Organisationen, sowieso auch von sozialen Bewegungen einschränken. Wir haben darauf, glaube ich, auch als Menschenrechtsorganisation, als Umwelt-, als Entwicklungsorganisation noch nicht wirklich eine Antwort gefunden, wie wir unsere Regierungen auch dazu bringen, sich gegen diese einschränkenden Handlungsspielräume von Nichtregierungsorganisationen, von zivilgesellschaftlichen Organisationen zur Wehr zu setzen. Wir werden das als Stiftung tun. Ich glaube, wir brauchen da einen Schulterschluss, eine Allianz. Es macht wenig Sinn, wenn Brot für die Welt oder Amnesty oder andere alleine marschieren. Wir brauchen da gebündelte Antworten. Heute Abend steht aber nicht die Arbeit der Heinrich-Böll-Stiftung im Zentrum, sondern wir haben Tom Königs gebeten, seine Überlegungen hier heute Abend, seine Ideen zu präsentieren, wie er sich vorstellt, wie das Menschenrecht als Leitbild für eine globale Politik aussehen kann. Ich glaube, es ist klar, dass es heute Abend auch um neue Herausforderungen in der Menschenrechtsarbeit geht. Menschenrechte sind nie statisch. Menschenrechte müssen nicht nur erkämpft werden. Wir müssen auch Antworten, menschenrechtliche Antworten finden auf neue Herausforderungen. Wir müssen über Menschenrechte reden, vor allem im Zusammenhang auch mit Gewaltexzessen nichtstaatlicher Akteure, die sich einen wirklich, also gar nichts mehr, auch nur aus irgendwas machen, was man humanitäres Völkerrecht nennt. Wir haben es da ja richtig auch mit einer Dezivilisierung zu tun. Wir müssen über auch die Verantwortung des Nordens im Umgang mit den neuen Flüchtlingsbewegungen reden. Wir haben es nicht nur hier bei uns, sondern auch in Regierungen, bei Regierungen des Südens mit Versagen der Politik zu tun, denen die Menschenrechte der Flüchtenden egal sind oder sogar auch noch staatlich geschürt, wie in Südafrika, Rassismus und Verfolgung mitproduzieren von staatlicher Seite aus. Und wir haben es mit einem ganzen Bündel neuer Herausforderungen zu tun im digitalen Kontext. Wie gehen wir dort mit Diskriminierung um, mit Gewalt etc. um, aber auch eben mit Überwachung etc. Ich bin mir sicher, dass Tom Königs zu den unterschiedlichen Aspekten heute Abend reden wird. Tom Königs ist, glaube ich, den meisten hier sehr, sehr gut bekannt. Tom Königs ist seit 2009 Abgeordneter für die Grünen im Bundestag und er ist eben in seiner politischen Karriere nicht nur den Grünen eng verbunden, sondern vor allem den Menschenrechten und den Vereinten Nationen. Er war zum Beispiel von 1999 bis 2002 stellvertretender Sondergesandter der UN im Kosovo, von 2002 bis 2004 Leiter der UN-Mission in Guatemala, 2005 Menschenrechtsbeauftragter der deutschen Bundesregierung und von 2006 bis 2007 Leiter der zivilen UN-Mission in Afghanistan.
Dort ist auch eine Freundschaft, denke ich, neu begründet worden, nämlich mit Richard Bennett, weil Richard Bennett, ich werde ihn gleich vorstellen, ebenfalls für die UN-Mission in Kabul gearbeitet hat im Menschenrechtskontext, im Menschenrechtsprogramm der UN. Ganz neu, lieber Tom, ich sage es hier, weil es viele nicht wissen, seit April bist du von Außenminister Steinmeier zum Sonderbeauftragten gemacht worden, den Friedensprozess in Kolumbien zu begleiten. Viele wissen vielleicht, dass die dortige Regierung ein umfassendes Friedensabkommen anstrebt mit der Rebellengruppe FARC. Und ich finde es wunderbar, Tom, dass du mit deinem reichen Erfahrungsschatz und deiner Verbundenheit den Menschenrechten gegenüber eben genau diese Sonderrolle dort spielen kannst. Wir wünschen dir dafür auch viel Glück, alles Gute. Das ist harte Arbeit, bei solchen Bedingungen vor Ort eben auch zu einem Friedensabkommen zu kommen. Ich hoffe auch, dass wir als Stiftung hier vielleicht mal den ein oder anderen gemeinsamen Tag, Abend, Debatte darüber verbringen, wie wir dich unterstützen können. Wir haben leider kein Büro in Kolumbien, aber durchaus Partnerinnen und Partner. Ich freue mich, dass Tom Königs jetzt reden wird und werde dann danach Richard Bennett, den zweiten Gast, vorstellen. Herzlich willkommen, Tom, und danke Ihnen. Vielen Dank, Barbara, lieber Richard, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, liebe Familie. Wenn ich zu lange werde, sagen Sie mir, ich soll mich konzentrieren. Ich kann es in einem einzigen Satz sagen. Menschenrechte sind zum Orientierungspunkt, zum Kompass, zur Leitlinie geworden, in der Innenpolitik schon lange. Sie sollten es auch für die Außenpolitik sein. Das ist mein Kernsatz. Die Geschichte der Menschenrechte seit 1945 ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Und wir kommen gerade aus einer Anhörung des Menschenrechtsausschusses, wo geredet wurde über den Bericht der Bundesregierung von 2012 bis 2014. Und da konnte man sehen, wie sich der Menschenrechtsdiskurs durchgesetzt hat. Er ist zum Orientierungsrahmen geworden. Die Menschenrechte sind ein Mindeststandard, natürlich. Aber auf der Basis von Würde, Freiheit und Gerechtigkeit sind die Menschenrechte in Verfassungen eingegangen, sind in Konventionen geschärft worden und sind praktisch allgegenwärtig in der politischen Diskussion. Der Artikel 1 der Universellen Erklärung der Menschenrechte sagt es eigentlich schon ganz, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. Ich will zwei Punkte der Menschenrechte rausnehmen. Menschenrechte sind eine gemeinsame Sprache, eine Verständigung, aber auch ein Kampfbegriff. Und zwar auch noch heute. Nächste Woche kommt Al-Sisi, der Präsident von Ägypten, nach Berlin. Wir haben gesagt, den wollen wir sehen. Und zwar wir vom Menschenrechtsausschuss. Und ich weiß ganz genau, dass er diese Einladung als Kampfansage verstehen wird. Richtig so. Da gibt es 40.000 politische Gefangene. Darüber müssen wir reden. Zwei Elemente der Menschenrechte sind ganz besonders wichtig. Eines, Menschenrechte sind Rechte, die der Einzelne hat gegenüber dem Staat. Das heißt, das ist eine Staatskritik. Manche haben gesagt, Menschenrechtsaktivisten sind immer Staatsfeinde. Nicht so ganz, aber trotzdem, der Staat setzt sich der Kritik aus, der Staat erlaubt die Kritik, ja, er lädt sie geradezu ein und dadurch haben die Menschenrechte eine Veränderungskraft, eine Anpassungskraft. Sie können Systeme anpassen, ohne dass es zu Revolutionen kommen muss. Deshalb ist ganz zentral, das Menschenrecht Kritik äußern zu dürfen. Übrigens,
die Einschränkung der Menschenrechte fängt meistens da an. Das Zweite, auch schon in der, im ersten Artikel 1 der Universellen Erklärung der Menschenrechte angelegt, ist das Diskriminierungsverbot. Wir sind alle gleich geboren und müssen auch alle gleich behandelt werden in Würde und im Recht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da, wo das Diskriminierungsverbot verletzt wird, folgen ganz viele andere Menschenrechtsverletzungen nach, bis hin zum Völkermord. Richtig, die Menschenrechte werden täglich verletzt. Und die Geschichte der Menschenrechte ist nicht nur eine Erfolgsgeschichte, vor allem zum Beispiel in der Europäischen Gemeinschaft, wo es starke Institutionen zum Schutz der Menschenrechte gibt, starke NGOs, starke Vereinigungen. Sie wird auch natürlich ständig verletzt. Erfolgsgeschichte sieht man auch daran, die unglaubliche Attraktivität der Europäischen Gemeinschaft, gerade für die, die wegen ihrer Rechte verfolgt werden. Gerade für die, die hierher kommen und sagen, ich halte es bei mir nicht aus, die Flüchtlinge. Wir haben eine starke demokratische Entwicklung im Innern, das haben wir uns 45 oder unsere Eltern sich 45 noch nicht geglaubt. Wir haben starke Institutionen und eine aufmerksame Zivilgesellschaft, einschließlich der Presse, die uns Politiker oder die Mächtigen das Fürchten lehrt. Die Menschenrechte sind systematisch natürlich auch immer in der Diskussion und immer bedroht. Zunächst die Universalität der Menschenrechte wird bedroht. Da gibt es dann die, die das kulturell relativieren wollen. Das sind auch alle die, die sagen, ja, das sind ja eigentlich die christlichen Werte. Wenn ich der Vorsitzenden der Menschenrechtsvereinigung in Afghanistan sagen würde, sieh mal, du vertrittst doch eigentlich westliche Werte, die wird mir ins Gesicht springen. Das ist eine Menschenrechtsaktivistin. Und die Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten sind oft in den Ländern, die nicht christlich sind, sehr viel mutiger. Es gibt kein Bündnis zwischen Religion und Menschenrechte. Übrigens, bei der Diskussion der universellen Erklärung der Menschenrechte sind die christlichen Kirchen ja sehr spät dazugekommen. Die haben sich da lange zurückgehalten oder auch dagegen argumentiert. Eine andere Bedrohung der Menschenrechte sind das Ausspielen der einen Menschenrechte gegen die anderen, der wirtschaftlichen gegen die politischen. Erstmal müssen wir die wirtschaftlichen, erstmal müssen wir den Hunger bekämpfen, dann kommen wir mit der Freiheit hinterher. Das nimmt den Menschenrechten die Fähigkeit zur Kritik. Dann geht die Kritikfähigkeit der Gesellschaft verloren, wenn die politischen Rechte hintangestellt werden gegenüber den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen. Das ist in Regimen in milderer Form in Kuba der Fall, in schärferer Form in China. Ein drittes. Die Diskriminierung von Minderheiten. Man kann das auch anders formulieren. Nicht inklusive Regierungsführung. Das ist die Quelle von nicht nur schwersten Menschenrechtsverletzungen, sondern auch von Staatsversagen. Es gibt Gesellschaften, die damit umgehen können und das korrigieren. Also zum Beispiel Diskriminierung von Minderheiten. Vergessen Missouri. Diskriminierung der Schwarzen. Wer aber den Bericht der amerikanischen Justizbehörden über den Fall Vergessen im Internet liest, und das ist öffentlich, der sieht, dass die amerikanische Gesellschaft sehr wohl die Fähigkeit zur Selbstkritik hat und dass Kritik auch erlaubt ist und öffentlich wird. Dasselbe mit dem Bericht über Guantanamo. Andere Länder haben diese Fähigkeit nicht gehabt und sind dann in Kriege gefallen, wie zum Beispiel Jugoslawien. Aber auch Syrien ist ja eine demokratische Bewegung, die dann mit Waffengewalt beantwortet ist, da hat das System die Kritikfähigkeit, die Selbstkritikfähigkeit nicht gehabt und auch nicht die Mechanismen. Übrigens auch der Ukraine-Konflikt ist einer, der mit der Diskriminierung von Minderheiten begonnen hat.
Und als dritte Bedrohung der Menschenrechte, die ist ganz offensichtlich, das sind die Kräfte oder Gruppen, die die Menschenrechte frontal angehen. Also am deutlichsten und am plakativsten Boko Haram, das heißt, Menschenrechte wollen wir nicht. Aber auch Islamischer Staat. Aber auch ganz bewusstes Inkaufnehmen von Menschenrechtsverletzungen im Drohnenkrieg. Auch das ist ein Anschlag auf Due Process, auf den ordentlichen Gerichtsprozess, auch War on Terror. So erfolgreich trotzdem die Menschenrechte im innerstaatlichen Bereich sind, so vage sind sie im außenpolitischen. Haben wir eigentlich in Deutschland eine menschenrechtsgeleitete Außenpolitik? Oder ist das, Barbara hat das eben gesagt, ein Add-on, irgendwie das Nebenprogramm, das Herren- oder Damenprogramm, während es das wirkliche Programm woanders läuft? Das liegt meines Erachtens nicht an den Menschenrechten selbst. Denn bei der Verfassung der Universellen Erklärung der Menschenrechte war eigentlich sogar das Hauptziel nach dem Zweiten Weltkrieg, eine friedliche Welt zu schaffen. Und der Zusammenhang zwischen Menschenrechten im Innern und Friedfertigkeit nach außen war damals sehr präsent. Zu einer menschenrechtsgeleiteten Außenpolitik konnte sich bisher aber eigentlich kaum ein Staat wirklich verstehen, auch die Bundesrepublik Deutschland nicht. In der Anhörung eben im Menschenrechtsausschuss war auch der Professor Jan Eckel. Der zeichnet sich dadurch aus, dass er eine Geschichte der Menschenrechte seit 1940 geschrieben hat und auf 936 Seiten niedergelegt hat. Es ist ein brillant zu lesendes Buch, ich habe es zu Weihnachten gekriegt, bedanke ich mich. Und da erklärt er, wie die Menschenrechte zwar in der Wichtigkeit, auch in der Präsenz im Diskurs immer weiter fortgeschritten sind, aber immer nur in der zweiten Linie eine Riesenrolle im Kalten Krieg gespielt haben, aber nur wegen des Kalten Krieges. Eine Riesenrolle hier und da immer wieder gespielt haben, aber nie als solche selbst. Und der Historiker Jan Eckel, der dieses Buch geschrieben hat, der war jetzt auch in der Anhörung und hat den Menschenrechtsbericht 2012 bis 2014 der jetzigen Bundesregierung kritisiert. Er war unser Experte und wir haben darüber diskutiert und er sagt, ja, wir sind ungeheuer viel weitergekommen im Inneren, aber letzten Endes eine Menschenrechte als Leitmotiv, als Kern der Außenpolitik, hat es in der Geschichte nur sehr wenig gegeben und dieses ist auch nicht hier sichtbar. Es ist sichtbar ein Human Rights Mainstreaming, auch eine Terminologie der Menschenrechte, nicht aber eigentlich das Ziel. Und es ist auch nicht gesagt, welche Strategien eigentlich gefunden werden sollen. Jetzt hat das Auswärtige Amt ja einen Review-Prozess eingeleitet. Und da sollte man sich ja eigentlich mit den Grundlagen der Menschenrechte und wo das hingeht befassen. Das Ergebnis dieses Review-Prozesses, die Frage war, was macht Deutschland mit seiner Stärke? Wo gehen wir hin? Die Antwort war erstaunlich. Das Resultat, einige Abteilungen sind verändert worden im Auswärtigen Amt und eine grundsätzliche Bestätigung der Grundlinien der deutschen Außenpolitik. Jedenfalls aber nicht eine menschenrechtsgeleitete Außenpolitik. Obwohl eine Umfrage, die gleichzeitig gemacht worden ist, genau das ergeben hat, dass das die Bevölkerung von der auswärtigen Politik will. Die Körperstiftung hat diese Umfrage gemacht. Es gibt jetzt eine solche grundsätzliche Diskussion, die wird aber ganz woanders geführt, nämlich um die Sustainable Development Goals. Ob sich die Bundesregierung versteht, da wirklich einzuwirken, das zu übernehmen, das ist die große Frage. In der Anhörung war Professor Eckel eigentlich der Meinung, dass man die Vision nicht so recht hat, dass man Menschenrechte als Ziel oder Zielpunkt
nicht so recht versteht und auch die Zielerreichung nicht kontrolliert in diesem Bericht. Dazu kommt, es gibt ja Institutionen, die diese internationale Menschenrechtszielsetzung verfolgen, nämlich die Institutionen der Vereinten Nationen. Es ist aber auffällig bei dieser und auch fast aller Vorgängerregierungen. Die Rot-Grüne hat ein bisschen Ausnahme gemacht, aber auch nur ein bisschen, dass man die Vereinten Nationen eher stiefmütterlich behandelt von Deutschland aus. Man kritisiert die Vereinten Nationen, aber so richtig mitmachen tut man eigentlich auch nicht. Wenn man jetzt am Anfang von so einer Debatte steht, dann ist natürlich alles unübersichtlich. Der Außenminister sagt, die Welt ist aus den Fugen geraten. Was macht man? Ich glaube, wir brauchen nicht eine ganz neue Vision, jetzt was Großes, sondern die Menschenrechte haben diese Vision in sich. Und man muss sie nur dann auch durchdeklinieren. Wenn man das an einem Punkt oder nach einer Richtung macht, die Triade klingt auf Englisch besser, Respect, Protect, Fulfill, also respektieren der Menschenrechte, schützen der Opfer und sich zu verpflichten, die Bedingungen zu schaffen, dass Freiheitsausübung wirklich möglich ist, oder Recht, Rule of Law, das Respekt, Opferschutz, das Protect und Entwicklung, das Fulfill, einschließlich der Institutionen, dann kommt man damit meines Erachtens schon weit. Man muss sich dann überlegen, was heißt das in einer globalisierten Welt, wo transnationale und internationale Organisationen wie die WTO, die Weltbank oder der IWF teilweise mehr Einfluss auf das tägliche Leben eines jeden von uns haben als die schwachen, oft schwachen Regierungen. Achtungs-, Schutz- und Gewährleistungspflichten in einer globalisierten Welt. Das ist die Aufgabe. Insbesondere was die wirtschaftlich, sozialen und kulturellen Rechte angeht, ist da das Völkerrecht etwas weiter. Dass also nicht nur diese Rechte innerhalb des eigenen Territoriums sind, sondern auch so weit gehen, wie staatliches Handeln reicht. Bei den bürgerlich und politischen Rechten ist das sehr viel schwieriger. Trotzdem wird immer wieder zu Einzelfällen formuliert, und der Hochkommissar für Menschenrechte macht das, die Staaten sollen ihren menschenrechtlichen Verpflichtungen nicht aus dem Wege gehen, indem sie im Ausland so handeln, wie es zu Hause nicht erlaubt wäre. Das betrifft zum Beispiel jetzt ganz aktuell das Abhören von ausländischen Staatsbürgern im Ausland durch inländische Geheimdienste, aber auch die extralegalen Hinrichtungen im Rahmen des War on Terror. Wenn man versucht, das durchzudeklinieren, Respekt, also die Achtungspflicht, die wird von vielen Völkerrechtlern heute formuliert als Mindeststandard, do no harm, wenigstens keinen Schaden anrichten. Da, wo die Bundesregierung, wo Deutschland, aber auch die Unternehmen, ob auf bilateraler oder multilateraler Ebene, die Lebensbedingungen von Menschen in anderen Ländern direkt beeinflussen. Da muss man dafür sorgen, dass dieses Handeln die Menschenrechte nicht gefährden. Agrarexporte nach Afrika, WTO, auch TTIP, Rohstoffimporte aus Kolumbien oder Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien, do no harm, Sicherheitsabkommen mit Mexiko, Freihandel oder Fair Trade. Der zweite Bereich, Protect. Es gibt für die ganz schweren Menschenrechtsverbrechen, also wie ethnische Säuberung und Völkermord, gibt es die Responsibility to Protect. Viele haben das diskutiert. Für diese Fälle gibt es eine Form von völkerrechtlichen Normierung, dass wir eingreifen sollen oder sogar müssen. Im Vorfeld gibt es diese Sicherheit eigentlich noch nicht. Dieses Konzept müsste eigentlich weiterentwickelt werden zur Konfliktprävention, Unterstützung von Friedensmissionen, einer Friedenspolitik. Und das ist dann auch relevant für Unternehmungen.
Der Staat, der deutsche Staat, muss dafür sorgen, dass deutsche Unternehmen keine Menschenrechtsverletzungen im Ausland begehen, zum Beispiel durch Missachtung von Arbeitsbedingungen, die man hier durchaus achtet, oder Schutz indigener Völker, den man hier eigentlich feiert, wie schön sind die Indianer, oder Umweltstandard. Wir müssen Verantwortung übernehmen über die Staatsgrenze hinaus. Und das Dritte, Fulfill, da wird die Gewährleistungspflicht Bedingungen schaffen, dass Menschenrechte ausgeübt werden können. Da wurde bisher immer das quantitative 0,7%-Ziel angegeben. Das ist aber nicht mehr so überzeugend. England hat es erreicht, Deutschland wird es nie erreichen. Der Ansatz der Millennium Development Goals ist vielfach kritisiert worden, auch wenn der Ansatz an einem Punkt weiter verfolgt wird durch die Sustainable Development Goals in Richtung einer globalen Partnerschaft. Auch hier wieder die VN, Vereinten Nationen, als ganz wichtiger Rahmengeber, die Anstöße machen. Trotzdem, Deutschland bleibt ein lahmes Land im Rahmen der Vereinten Nationen. Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen. Das war das, was der Präsident vor einem Jahr gesagt hat. Viele haben das missverstanden. Er hat es nicht so gesagt, dass er mehr militärische Verantwortung übernehmen will. Darum geht es aber. Mehr Verantwortung. Und wir werden letzten Endes auch gar nicht drum rumkommen, in einer Welt, die immer mehr entterritorialisiert wird, schon allein durch die wirtschaftliche und digitale Vernetzung. Geografie ist nicht mehr, was sie war. Dass wir um uns lauter befreundete Staaten haben, nützt uns gar nichts. NSA ist überall, wahrscheinlich der russische oder chinesische Geheimdienst oder Google, auch in jedem Wohnzimmer. Der Islamische Staat beauftragt von Syrien aus französische Bürger gegen eine Zeitschriftenredaktion in Paris vorzugehen. Andererseits Globalisierung, Energierohstoffe verlieren ihre territoriale Bedeutung, weil regenerative Energien darauf nicht mehr angewiesen sind. Dafür sind die Klimagasemissionen wieder auf der ganzen Welt wirksam. Waffen, die Deutschland liefern, haben einen Einfluss auf die Kriege. Im Augenblick bombt gerade Saudi-Arabien, das ärmste arabische Land, in die Steinzeit zurück. Die Panzer sind aus Deutschland. Irgendwann werden wir dafür beschuldigt werden. Und die Opfer werden sicher nicht, wie die Griechen, 70 Jahre warten, bis sie das tun. Dass wir nicht wissen, wie wir die Probleme lösen, heißt nicht, dass es die Probleme nicht gibt oder dass wir es nicht anfangen können. Ich glaube, dass die Menschenrechte auch gerade in ihrer entwickelten Version und in ihrer Systemkritik oder der Möglichkeit zu Systemkritik eine relativ gute Richtschnur sind. Das heißt nicht weniger Diplomatie, sondern eher mehr. Das heißt aber auch Kohärenz. Da kann man jetzt ganz lange drüber reden, denn auswärtige Politik wird nicht nur vom Auswärtigen Amt betrieben, sondern natürlich vom BMZ, vom Wirtschaftsministerium, vom Umweltministerium, vom Innenministerium, vom Ministerium der Finanzen, Griechenland, vom Bundeskanzleramt, vom Landwirtschaftsministerium. In den Sustainable Development Goals sagt Köhler, aber Barbara kennt sich da viel besser aus, es ginge um eine globale Transformation. Hier wird also die Fähigkeit der Menschenrechte zur Selbstkritik durchaus angesprochen. Es geht dann da etwas spezifischer, geht die Diskussion um so etwas Einfaches wie CBDR, Common but Differentiated Responsibilities. Das heißt, um ein neues Prinzip der gemeinsam getragenen, aber unterschiedlich umgesetzten Verantwortung, CBDR. Und dieses ganz neue Prinzip heißt Partnerschaft, ganz neu, Artikel 1 der Universellen Erklärung der Menschenrechte, und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Wir wollen umsteuern.
globale Transformation. Wie steuern wir um? Die stärkste Kraft des Umsteuerns ist die Kritik. Deshalb die Staatskritik. Deshalb braucht das Auswärtige Amt und alle diese Ministerien eine starke Zivilgesellschaft. Das ist die Kraft der Kritik. Und die müssen auch dürfen und müssen auch das machen können. Das muss auch gehört werden. Die Zivilgesellschaft muss kritisch und aktiv sein. Kritisch. Es ist doch offensichtlich, dass Deutschland seine Staatenpflicht, seine Schutzpflicht verletzt. Im Mittelmeer. In diesem Jahr sind schon 1750 Leute nachweislich im Mittelmeer ertrunken. Stellen Sie sich vor, sie wären im Bodensee ertrunken. Aber was ist der Unterschied? Schutzpflicht über die Grenzen hinaus. Oder Rüstungsexport. Auch wenn es ein bisschen weniger geworden sind, wir sind immer noch Weltmeister im Rüstungsexport. Do no harm. Da ist Kritik nötig. Deutschland ist der Exporteur, der größte Exporteur von Unsicherheit. Oder Zivilgesellschaft aktiv. Wenn unzählige Unterstützerinnen und Unterstützer, Einzelne und Gruppen, die Flüchtlinge aufnehmen, die es über das Mittelmeer geschafft haben, dann ist das Wahrnehmung der Schutzpflicht, in dem Fall durch die Zivilgesellschaft. Deshalb bin ich der Überzeugung, dass sowohl von staatlicher Seite als auch von unserer Gesellschaft es Zeit ist für eine menschenrechtsgeleitete Außenpolitik. Vielen Dank. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Tom. Wir haben uns den Abend so vorgestellt, dass jetzt Richard Bennett Tom nicht nur kommentiert, sondern als Mensch, der sich seit vielen Jahrzehnten ebenfalls mit Menschenrechten auseinandersetzt, auch eigene Akzente dann für die Debatte hier einbringt. Richard Bennett ist seit 2014 Direktor des Asien-Pazifik-Programms bei Amnesty International in London. Auch er war zuvor in ganz unterschiedlichen Positionen und in unterschiedlichen Ländern zum Thema Menschenrechte unterwegs, unter anderem zwischen 2000 und 2013 bei der UN Peacekeeping Mission im Südsudan. Das hat mich auch schon veranlasst, Richard Bennett darauf hinzuweisen, das möchte ich hiermit auch tun, dass wir am 12. Mai hier eine Veranstaltung zum Südsudan haben, wo es genau eben auch darum gehen wird, wie sieht denn dort die politische und damit auch die menschenrechtliche Situation aus. Richard Bennett war auch Sonderberater für das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte in New York, also dem allerobersten Kral, der Hüter der Menschenrechte. Und ich sagte es schon, Richard Bennett leitete von 2004 bis 2007 das Menschenrechtsprogramm der UN-Mission in Kabul. Und ich machte ja schon darauf aufmerksam, dass sich daher auch Richard und Tom gut kennen. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Kommentare und vor allem auch auf Ihre eigenen Ideen und Impulse, was wir bedenken, berücksichtigen sollten, wenn wir Menschenrechte nicht nur umsetzen, sondern vielleicht auch weiterentwickeln müssen. Auf was müssen wir achten in der Zukunft? Warm welcome, Richard. I'm looking forward to listen to you. Well, thank you, Barbara, and thank you, everyone, for coming this evening. And the competition with the good weather and Bayern Munich versus Barcelona is very nice to see that we've managed to provide some competition for those incentives. And I'd also like to thank the Heinrich Böll Foundation and Tom Koenigs.
for inviting me to participate in this evening's discussion. I became a friend of Tom Koenig's in Afghanistan, as Barbara has said, but he was also my boss. So I found that a good way to get things done, and it was pushing on an open door with human rights with Tom, was to agree with most of what he said, and then to make a few additional suggestions. So I find myself in pretty much the same position, I think, this evening. I will try to do what Barbara has instructed me to, which is to make a few comments on Tom's speech and to provide a few of my own. And when providing my own, I will try to use my own experience, which is mainly with the United Nations, but also for the last just over 1 year with Amnesty International. Let me give this a try. Tom started by saying that human rights are already a compass for domestic policy in Germany and in some other countries, but not all, and should become so in foreign policy. I agree with that, and he then gave an example of the visit from the president of Egypt next week, and to Germany. And I think the point he was making is that if human rights is to be integral to foreign policy, you cannot have such meetings without asking the difficult questions about human rights in, for example, Egypt, but in any other country from a visitor or when one goes on a visit. So diplomacy needs not to be an exercise in avoidance, but an exercise in honest questioning. In my own experience working particularly in countries, I found that the best way to do this was to, at the beginning, acknowledge that questions and sometimes pretty tough questions were given not in the spirit of confrontation, but rather in the spirit of friendship. The aim was not to tear down people, although there might be a role for that in some places, but rather to make them feel uncomfortable and make them feel that they must justify their positions. And so we're not necessarily talking about conditionality. That's something that Tom did not mention, that particular word, I don't think in German or in English, rather about beginning with honest discussions and asking and requiring answers, but which might lead to, in a human rights-based foreign policy, the question of conditionality, particularly of aid, in future. So that's my first comment on what Tom had to say. I agree also with Tom that generally equality rights are fundamental, and that violations of rights to equality, that discrimination, is a downward. It leads to a downward spiral to much more serious, including the most serious violations such as genocide. He also raised the issue of the universal character of human rights, and we're obviously all aware of
the challenge to that, the relativistic challenge, and I'm going to come back to that in a moment when I talk a little bit about Amnesty International. On the issue of Tom's comments in the context of discrimination against minorities, where he used the example of Ferguson and the US and the fact that the US does have the ability for self-criticism at times, I differ a little bit. I think that and Tom did refer to this, the so-called drone war and the war on terror, does beg very serious questions about the commitment of the US to the rule of law. If you are going to, by presidential decree, take out your enemies, including in one case an American, with the use of drones, then I think that that raises extremely serious questions about a commitment to bringing people to justice and the messages that sends from a very powerful country. I thought that, and I'm getting on to somewhat shaky territory here for me, because I know Barbara is an expert in the SDGs, or certainly focuses on them. But I thought that it was interesting that Tom raised the SDGs and also discussed the MDGs. In relation to the SDGs, of course, deepening wealth inequality globally raises a raft of issues relating to specific socioeconomic and participation rights, discrimination, and the rights of particular groups, including women. The Sustainable Development Goals, the initiative following up on the MDGs, will likely focus on ensuring more equitable sharing of the benefits of economic growth. And while the focus is becoming much clearer now, they're not finalized, they're likely to include water, sanitation, health, sexual and reproductive health, and so on, with an important focus on gender. And the Sustainable Development Goals will be a key platform for advancing social economic rights in years ahead. But I think that, and really this is just to open up discussion, whereas the MDGs looked more at how developed countries, or it perhaps doesn't look more, a different way to say it would be, the MDGs were interpreted and implemented in such a way that developed countries developing countries were assisted by developed ones to meet the targets. The SDGs, which are also likely to incorporate environmental targets, will require developed countries to take more responsibility for inequality and make changes that internally that help to shift the balance of wealth. And I don't think that yet the developed countries have fully absorbed that issue. And this would have seemed to have implications for foreign policy in Germany and elsewhere. Tom also, towards the end of his presentation, talked about, for example, the German arms industry and its exports to Saudi Arabia. Another very interesting recent example of foreign policy involving Saudi Arabia is Sweden's, of course, which was
much in the news in the last few months, where Sweden has adopted a feminist foreign policy. The current foreign minister actually was a colleague of ours in the UN, and I know her because she was the special representative for the Secretary General on sexual violence in armed conflict. And it's very interesting to follow how, I think perhaps not surprising to note, that when she challenged Saudi Arabia in terms of Sweden's and its treatment of women in terms of Sweden's foreign policy, I think what everyone expected, there would be pushback from Saudi Arabia and its quite large number of friends, and indeed there was that pushback. But what was also interesting to note was that both the Swedish arms industry, which was like Germany, selling weapons to Saudi Arabia, also pushed back, and there was a, for example, a letter signed by 30 large Swedish companies in the Swedish newspapers distancing themselves from the minister and the foreign policy. And, you know, there were also questions about whether there would have been the same pushback from those industries if the foreign minister was a man rather than a woman, which also, you know, begins to ask questions in Sweden as well as internationally. So I was just really picking up on that point of Tom's. And another quick point, and now I'm going to give a plug for Amnesty International, is that in February, I was in, I was actually in Bangkok, launching a report about corporate crimes in Myanmar. And the focus of that report was on the Leptadang copper mining complex, which involves the Myanmar military. It involves the Chinese company, which is state owned and controlled, and it involves certain international mining companies. Among the things that Amnesty disclosed was the likelihood that some of those international mining companies investing in Myanmar had violated UN and EU sanctions in doing so. And interestingly, just to talk about, perhaps to plug the role of civil society in what is essentially foreign policy, investigations have been begun in both Canada and the UK into some of those companies which Amnesty had highlighted in its report. I can give you more details if you want in the Q&A on that. But again, my question coming out of that is, what is Germany's involvement in Myanmar? There has certainly been an opening up in that country, but what is the private sector involvement in Myanmar, where there is a race to invest because it is an extremely resource-rich country which has been closed down for decades? Has the German government, it's in its foreign policy, been keeping a close watch on the investment of German countries in companies in that country, for example? And then on the question of responsibility to protect that Tom raised, I think it, you know, there would probably be few people in this room who would disagree
that countries do have a responsibility to step in when the worst violations are taking place. However, what we are observing is a real paralysis at the UN Security Council, and we perhaps ever since Libya. And Syria is very much a case in point on this. And Amnesty International this year, when we launched our annual report, has a new policy, which is very similar, very supportive of the French proposal, that the P5 at the Security Council should waive their veto when it involves serious violations of international humanitarian law. We realize that some may see that as naive, but we also feel that that debate needs to be kept going. And finally, I'm going to comment on Afghanistan, and then I'm sure we'll have further discussion. Afghanistan, I think, is a good case for human rights-led, not just foreign policy, but policy as a whole. Tom spoke about the UN perhaps not being regarded in Germany as particularly powerful, and perhaps the IMF and the World Bank and I think you said WTO might have more sway. But I think that really what the UN does bring through the framework of international human rights law is that kind of moral compass. And it's absolutely critical that representatives of the UN are the ones that are consistently advocating and speaking out about human rights. I don't think the UN has a comparative advantage in development, for example. But I do think it has a comparative advantage through its moral standing in terms of human rights. And what we have observed since Tom's time in the UN, subsequent leaders of that mission have continued to prioritize human rights. And I went to Afghanistan last month, and I had a discussion over dinner with the current special representative of the Secretary General there, the head of the UN, Fink Haysom. And he was telling me how his human rights team were, in a sense, leading in that mission. And one thing that they have done is they have changed the discourse around civilian casualties through human rights reporting, not only in the West and amongst the Afghan military, but there are some signs that they are changing it even with the Taliban. I do know there is no formal peace process yet in Afghanistan with the Taliban. There may be one starting soon, but that informally, it's the human rights people that are being used to reach out even to the Taliban. So I thought that was perhaps an interesting note to finish on. Thank you, Barbara. Thank you very much, Richard, for your comments and additional remarks. Wir sprechen auf Deutsch weiter. Thank you, you understood this. Okay, that's fine. Ich denke, dass es ganz gut wäre, wenn jetzt Tom nochmal die Möglichkeit bekommt, auf den ein oder anderen Kommentar von Richard einzugehen. Dann habe ich so zwei, drei Fragen, die mich bewegen und beschäftigen. Und dann möchte ich aber ganz schnell Ihnen die Gelegenheit geben,
an beide Fragen zu stellen oder auch das Gesagte zu kommentieren, zu ergänzen und so weiter. Einverstanden? Ja. Ich will nur einen einzigen Punkt sagen, weil der vielleicht falsch verstanden ist. Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied, ob man die Menschenrechtssituation in Syrien oder in den Vereinigten Staaten betrachtet. Die Katastrophe in Syrien oder in Irak, IS-Gebiet auf der einen Seite und einen frontalen Kampf dort gegen die Menschenrechte und Staaten wie Deutschland oder die Vereinigten Staaten, wo ich nicht glaube, dass die einen den anderen sehr viel vorgeben oder nacheilen, die durch eine menschenrechtliche Verankerung in ihren Systemen, in ihren Verfassungen, in ihren Checks and Balances, in ihren Institutionen es doch immer wieder erreichen, das System zu korrigieren. Und ich glaube nicht, dass irgendeine deutsche Stadt einen Bericht über polizeiliche Aktivitäten in dieser Radikalität hätte verfassen können, wie es das oberste Gericht über die Stadt Vergassen verfasst hat, wo also ganz deutlich und explizit Racial Profiling, Rassismus, aber auch eine systematische Verletzung von Menschenrechten im Alltag attestiert wird und der Bericht eine ungeheure Kraft für diese Stadt hatte, wo letzten Endes dann die ganze Stadtverordnetenversammlung letzten Endes zurückgetreten ist. Das sind meines Erachtens die Folgen einer Menschenrechtsdiskussion. Man kommt leicht in Anti-Amerikanismus, wenn man Guantanamo und die Rassendiskriminierung betrachtet. Auf der anderen Seite gibt es dort auch die stärksten Menschenrechtsorganisationen. Und das würde ich gerne, damit wir nicht dazu kommen, da sind die Menschenrechte aber besser und da sind sie weniger gut, sondern dass wir dazu kommen, welche Mechanismen zur Verbesserung der Menschenrechtssituation gibt es. In Afghanistan, würde ich einen Punkt hinzufügen, gibt es eine unglaublich starke und mutige Zivilgesellschaft. Und wenn man den Afghanistan-Konflikt auf einen Satz reduzieren würde, die liberalen Demokraten, die von der Zivilgesellschaft gestellt und getrieben und vorangebracht werden auf der einen Seite und die theokratischen Fundamentalisten auf der anderen. Und es ist keineswegs gesagt, wer gewinnen wird. Ja, danke. Du hast ja jetzt vor allem Stellung darauf genommen, dass Richard Bennett gezweifelt hat daran, ob in den USA rechtsstaatliche Prinzipien noch diese Dominanz haben. Das wäre natürlich auch von mir aus eine Frage gewesen. Ich teile, was Tom sagt, und das muss man auch. Und das fällt mir oft auch in der hiesigen Debatte ein, dass wir eben auch überlegen müssen und vorsichtig sein müssen, wenn wir auf der einen Seite Menschenrechtsverletzungen, ob sie in Deutschland stattfinden oder durch die USA stattfinden, stark kritisieren müssen. Ja, diese Menschenrechtsverletzungen brauchen Kritik. Sie brauchen definitiv auch da, wo möglich, strafrechtliche Verfolgung. Also da muss dann eben genau müssen rechtsstaatliche Prinzipien, wo auch gegen Strafgesetze wie diskriminierende Tatbestände und anderes passieren, eingeschritten werden. Aber man sollte die Kritik, die wir hier haben, eben nicht eins in eins setzen mit dem, dass in anderen Ländern komplette Willkür herrscht, es überhaupt keine rechtsstaatlichen Zugänge gibt, keine Gerichtsverfahren, keine Revisionsverfahren, gar nichts. Und dafür würde ich auch in der Debatte plädieren. Gleichwohl ist es so, und da würde ich dann doch noch mal ein, zwei Fragen an beide stellen, bevor ich Ihnen die Möglichkeit gebe. Ich habe schon Probleme damit, wenn beide behaupten, dass Menschenrechte der Kompass sind für unser politisches und wirtschaftliches Handeln. Und ich nehme jetzt wirtschaftliches Handeln mit dazu. Das ist es ja gerade nicht. Ich sehe, dass wir hier überhaupt keinen Kompass haben und dass es deswegen darum geht, die extraterritorialen Pflichten der Staaten auch auf Unternehmen auszuweiten und Unternehmen, die gegen Menschenrechte handeln und Menschenrechte verletzen, dann auch mit rechtsstaatlichen Prinzipien vorzugehen.
In Deutschland wird ein Aktionsplan zu Menschenrechte und Wirtschaft diskutiert. Da würde mich aus deiner Sicht, Tom, eben schon interessieren, wo du da denkst, dass dann auch nicht nur wir brauchen extraterritoriale Staatenpflichten, sondern wie könnten die denn dann aussehen? Wie beschäftigt ihr euch im parlamentarischen Verfahren damit, dass es dann auch wirklich echte Pflichten gibt, für die man dann Staaten und Unternehmen rechenschaftspflichtig macht? Das sind sie nämlich bis heute nicht. Sie sind nicht rechenschaftspflichtig, sie sind keiner Sanktion unterworfen. Wie könnte das stattfinden? Das ist was, was viele, denke ich, auch hier umtreibt und viele auch daran arbeiten, dass es etwas besser wird in der Kodifizierung. Ich habe nicht gesagt, dass ich glaube, dass die Menschenrechte der Kompass für wirtschaftliches Handeln, deutsches wirtschaftliches Handeln im Ausland sind, sondern ich würde mir das wünschen, dass als Mindeststandard wenigstens das, was wir hier haben, auch im Ausland realisiert wird. Das ist nicht ganz einfach und das wird nur durch ein Zusammenwirken der staatlichen Ebene und der Zivilgesellschaft möglich sein. Aber dass wir in Deutschland keine Fußbälle mehr haben, die von Kinderhand genäht worden sind, ist ein Vorteil, ist eine Errungenschaft einerseits der Kampagnen der Vereinten Nationen gegen Kinderarbeit, andererseits der Organisationen, der NGOs in aller Welt gegen Kinderarbeit und schließlich der Konsumenten, die sagen, das wollen wir als Spielzeug lieber nicht und selbst die FIFA zieht dann bei. Das ist der Punkt. Ich will aber noch eins sagen, wenn man so eine wichtige Transformation anfängt, sollte man nicht unterschätzen die Kraft der Berichte. Ich habe das mit Vergassen auch deshalb gesagt, weil ich sehr stark daran glaube, dass die Wahrheit auszusprechen der Anfang von einer Veränderung ist. Warum haben wir uns so gestritten, und auch im Parlament, das war ja eine öffentliche Debatte, dass man einen Genocide, einen Völkermord in Armenien auch Völkermord nennt, 100 Jahre später. Man wird langfristig nichts gegen Völkermord machen können, wenn man Völkermord nicht Völkermord nennt, auch an den Hereros. Unabhängig davon, ob dann Schadenersatzforderungen kommen, das ist eine andere Frage. Und ich glaube an die sorgfältige Berichtsarbeit sehr stark, denn das ist die Grundlage für eine Veränderung. Und Barbara, du hast gefragt, wie soll es denn eigentlich gehen? Wir müssen mit einer Berichtspflicht anfangen. Denn wenn die Unternehmen zum Beispiel berichten, was passiert, wenn die Kohlelager in Kolumbien erweitert werden, wenn wir Filme sehen, Dokumentarfilme, oder wenn wir die Unternehmen verpflichten, darüber zu berichten, wer alles vertrieben wird. Wenn dann die Staaten auch ihrerseits nach Garzweiler gucken und sehen, wer da von der Braunkohle vertrieben wird, dann kommen wir zu einer Möglichkeit des gemeinsamen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Handelns. Ein kurzes Beispiel noch. In Guatemala hatten wir keinerlei formelle Macht. Wir hatten einen ungeheuren Einfluss durch unsere Berichte. Und wenn ich mir ansehe, wie manche Berichte, die wir gemeinsam gemacht haben über Afghanistan bis hin in den Sicherheitsrat, dort gewirkt haben, da muss ich sagen, ja, auch das hilft. Und deshalb bin ich zum Beispiel Amnesty International sehr dankbar, dass Sie berichten. Dank. Eine Frage auch meinerseits an Richard Bennett. Also das Mandat von Amnesty International ist ja eins, das sich sehr stark auf die bürgerlichen und politischen Rechte konzentriert. Mich würde interessieren, ja, ich weiß, dass es intern diskutiert wird. Mich würde einfach interessieren, wie sich Amnesty eben auch weiter bewegt, weiterentwickelt, intern diskutiert, wie wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte eben auch stärker zum Mandat gehören. Sie selbst haben ja vorhin Ihre Rolle in Myanmar, wo es um Konflikte geht, berichtet. Und mich würde da natürlich auch die Frage interessieren, wie Amnesty auf diese extraterritorialen Staatenpflichten gegenüber Wirtschaftsunternehmen schaut. Gibt es da eine Position bei Ihnen?
Working? Yeah. Thank you, Barbara. In fact, Amnesty broadened its mandate as long ago as 2001 to include all human rights, including economic, social, and cultural rights, and has been working on economic and social and cultural rights since then, globally and in all of our sections, including in Germany. We have quite a number of projects. Let me give you one example. At the moment, we have a global campaign called My Body, My Rights, which is on sexual and reproductive health globally. But we are focusing more or less on one country in each continent, so five or six countries are being focused on. And I'm responsible for Asia, and in Asia, the example is Nepal, where we have a project on uterine prolapse, which might sound a bit of a technical health issue, but for women who suffer from that, which is large numbers of poor women, rural women in Nepal, it's a very important one. So yes, Amnesty has a full mandate. I'd also like maybe, I mean, in response to the second question, but also building on what Tom was saying, I think that human rights, that there is a broad international framework of human rights standards which most countries have signed up to in one way or another. But the question that we haven't really raised is accountability, and how are states to be accountable both domestically and internationally for the human rights norms that they have committed to. There are ways, including, for example, through the Universal Periodic Review, and if we're talking about German foreign policy, I haven't done a study of Germany's participation in the UPR in Geneva, maybe others here have, but I think that would be one of the ways to examine foreign policy of Germany. On the question of companies and so on, companies, business interests are very much transnational, so that national borders are not really an adequate way of dealing with their activities. Everything from, you know, the clothes that you buy to the oil that you buy and the minerals, as I mentioned in the case of Myanmar. And accountability is possible. We saw a few months ago that Shell, after many years, has been fined $50 million for its activities in Nigeria and for its covering up of those activities. Amnesty had a role in that case. We have the ongoing litigation around the Bhopal crisis in India. And just another example I was thinking of was when the umbrella movement was underway last year in Hong Kong, did you notice that the big four accounting firms, and I can't remember all their names, but Pricewaterhouse and all that four, took out full-page ads in the Hong Kong newspapers opposing that movement? And These are companies that where the shareholders live in Germany or the UK or the US, and they're making political statements about human rights in other countries because, of course, China is a very big market for them. So I think this area of human rights is possibly a newer one, but a very interesting one to discuss further. Ja, soweit erstmal die Diskussion hier oben. Ah, jetzt geht's wieder. Ich habe Ihnen versprochen, jetzt sind Sie dran. Ich stelle mir das so vor, dass Sie sich
vorstellen, wer Sie sind und möglichst auch sagen, ob Sie Ihre Frage an beide oder an Tom oder an Richard adressieren. Das macht es ein bisschen einfacher. Die Mikrofone kommen zu Ihnen. Da ist, melden Sie sich bitte hier vorne. Ich versuche, den Überblick zu behalten. Und ich würde gerne immer zwei, drei sammeln. Fragen. Gerne. Dankeschön. Thank you both. Vielen Dank. Mein Name ist Julia Truhl und ich habe eine Frage hauptsächlich an Tom. Jetzt wird doch bald das Asylrecht wieder verschärft. Ein bisschen näher. Ich finde es furchtbar zu wissen, dass da ein Gesetz ist, das einen Teil von Menschen, die hier in unserem Land leben, das Recht auf freie Bewegung weggenommen wird, das wir als Grundgesetz eigentlich haben, als ein Menschenrecht ist, nur um die ganze Asylantenbearbeitung einfacher zu machen für den Staat. Ich finde das absolut unbegreiflich und ich würde gern wissen, wie man die Idee, dass Menschenrechte Leitbild für eine Innenpolitik sind, wie man das damit in Verbindung setzen kann. Ich möchte aber gerne die Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen, dass das so rausgestellt wurde heute Abend von allen Seiten, die Verantwortung von Unternehmen, gerade heute, wo auch bekannt gegeben wurde, wie viel die deutschen Unternehmen da noch zu lernen haben. Danke, dass Sie das betont haben. Mein Name ist Frank Wende, ich komme aus Berlin-Spandau. Ich habe eine Frage an Richard. Wie sieht es eigentlich aus in der dritten Welt, besonders auch in Thailand, mit der Kinderarbeit? Mir ist bekannt und ich habe es auch gelesen, dass da Kinder, Minderjährige in Arbeit tun mussten, indem sie Teppiche herstellen und weben. Die haben nachts geschindert und haben keinen Lohn bekommen und alles war umsonst. Achtet Amnesty International auf solche Arbeiten, dass die Kinder nicht dazu verwandt werden, solche Arbeiten zu verrichten? Schön. Mein Name ist Michael Gottlob. Ich arbeite seit vielen Jahren in derselben Menschenrechtsorganisation wie Richard Bennett und hätte eine allgemeinere Frage zum Unterschied zwischen Politik und Zivilgesellschaft. Es ist natürlich naheliegend und wir machen ja auch täglich die Arbeit, speziell in den Hauptstädten wie Berlin, dass wir versuchen, unsere Politiker dazu zu bringen, die Menschenrechte umzusetzen, die Menschenrechte in ihre Politik einzubeziehen. Trotzdem sind wir auch stolz auf unsere Unabhängigkeit. Es ist ja jetzt nicht immer nur die Konfrontation zwischen demokratischen Ländern und nicht demokratischen Ländern, autoritären Regimen. Es gibt auch andere Konfrontationen zwischen den westlichen Demokratien und den neuen Demokratien des Südens, die oft postkoloniale Staaten sind. Und in meinem eigenen Spezialgebiet, das ist Indien, muss ich gerade in den letzten Wochen feststellen, wie stark der Widerwille bei demokratisch legitimierten Regierungen gegen die Menschenrechtsberichterstattung in anderen Ländern ist. Die indische Regierung hat sich massiv gewehrt gegen die Berichte zur Religionsfreiheit in den USA. Und wenn ich jetzt etwa denke an den von Tom Königs erwähnten Menschenrechtsbericht der Bundesregierung, da würde ich gerne von Richard Bennett wissen, wie sehen Sie die Position von Amnesty? Ich meine, dass wir dann unsere Regierungen bitten, bei Konsultationen darauf hinzuweisen, das ist eine Sache. Aber wie sehen wir uns in der indischen Zivilgesellschaft? Denn dieser Widerwille geht über die Regierung hinaus. Der reicht weit rein in die indische Zivilgesellschaft. Danke, Jan-Peter Schemmel, mein Name. Ich habe zwei Fragen, die eher so mit Dilemmata-Situationen, glaube ich, zu tun haben. Syrien wurde oft angesprochen. Da würde mich mal interessieren, wie Sie das Leitbild Menschenrechte als Orientierung für eine Politik in dem konkreten Fall operationalisieren. Sicherlich nicht einfach. Und die zweite Frage ist verbunden damit, Außenpolitik ist ja ganz oft die Wahl zwischen Pest und Cholera.
auch da wieder die Frage, wie interpretieren Sie da das Leitbild oder operationalisieren Sie das für diese Fälle? Okay, ich würde gerne mit Richard beginnen. Einige Fragen waren ja auch konkret an Sie. Thank you, Barbara. Well, I think I'll answer the question about child labor in Thailand by referring to, in a way, to what Tom said about the value of reports. Yes, Amnesty independently researches and drafts reports on many human rights issues and has done that on child labor. And these reports, I think the legitimacy of these reports is that they're accurate, the information is verified, and they're drafted by an independent organization, not linked to any government or political party. But these reports cannot just sit on the shelf. It needs other people to pick these reports up. So, for example, in relation to child labor in Thailand or anywhere else, in carpet industry or anywhere else, what we want is all other people to pick this up. Amnesty doesn't describe itself as an NGO. We describe ourselves as a movement with 7 million activists around the world. And it's a movement that's been struggling with how to adapt to the 21st century because it was formed 54 years ago. And actually, it's not a bad model. Of course it has to adapt. But by being a membership-driven organization whose funding depends on individual contributions for about 90%, and very little from the government, we accept money for human rights education, nothing else. And being a movement of activists, we're well set up for the modern world with social media and so on. But the change we need to make and are struggling to make is that the activists in the now and in the future must not be those sitting in Germany or in the UK or Australia or the United States. There must be activists in India and in China and in Indonesia and in Brazil and in South Africa. Only then does the organization become a global movement, and only then are those governments going to be listening to what Amnesty International has to say. And it's the case, as Barbara said in her introduction, that there is a clamp down on civil society, on media, and on human rights defenders in many countries in different parts of the world. And that's something that we all need to take very seriously. I hope I've covered a couple of questions in that reply. The one on Syria, I'd kind of turn it around the other way. Some people might advocate that human rights is the solution to everything. I'm not one of those. I think it's very much part of the solution, and it needs to be at the forefront of the solution to Syria. And I mentioned already the impasse in the Security Council. I have a friend who's working with the UN Secretary General's representative on Syria, Stefan de Mistura, who is actually one of Tom's successors, who is working on human rights within his work. I don't know how he manages it, actually. I think it would be a very difficult challenge. And the UN has this new human rights upfront policy that we could go into. Applying it to a country like Syria, I think, is enormously problematic. But nevertheless, it has to be part of the solution. Ich will zunächst auf Silvia hier vorne antworten. Ich glaube, es ist ein großer Fehler, dass man denen, die hier im Land sind, Rechte vorenthält, egal aus welchem Grund und wo sie sind.
Und ich glaube, es lässt sich langfristig eigentlich auch nicht halten, dass sich nicht Asylbewerber genauso bewegen können wie alle anderen. Weil der Charme der europäischen Gemeinschaft ist ja unter anderem auch, dass wir uns frei bewegen können. Ich glaube, wir brauchen ein europäisches Asylgesetz. Ich habe aber meine Befürchtungen. Und das ist genauso, ich glaube, auch die universelle Erklärung der Menschenrechte ließe sich verbessern. Aber jeder, den man fragt, sagt, um Gottes Willen, fasst das nicht an, das wird nur schlimmer. Und ich fürchte, wenn wir ein europäisches Asylgesetz hätten, so gut wie ich, so nötig wie wir das eigentlich brauchen, es wäre vielleicht schlechter als das deutsche. Und deshalb bin ich vorsichtig. Deshalb setze ich darauf, dass wir in den Verhandlungen zwischen den europäischen Ländern einen Modus vivendi finden, der dieses Problem löst. Ich habe die Lösung nicht. Ich sage aber, es wird dann immer gesagt, ja, das müssen wir machen und dann 10 Punkte werden gefunden. Erstmal Seenotrettung. Das Leitbild Menschenrechte bei uns in der Innenpolitik noch sehr weit fehlt, das weiß ich auch, dass da auch noch viel zu machen ist. Aber es ist eigentlich unlogisch, dass wir unter Europäern sagen, das sind die Rechte, die wir selbstverständlich haben, Religionsfreiheit, naja, wieso, ich glaube an gar nichts, das muss doch mein Recht sein. Und auf der anderen Seite wir nicht überall dafür eintreten, dass es woanders auch genauso ist. Denn wir sollen einander in Brüderlichkeit, im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Und einander ist nicht nur wir beide hier in Deutschland, sondern auch mit den, die zum Beispiel in Myanmar sind. Die Frage der Unterschiedlichkeit der Rollen von Politik und Zivilgesellschaft, die Sie angesprochen haben, das ist ein Spannungsverhältnis einerseits, weil die Staatskritik natürlich aus der Zivilgesellschaft, nicht aus dem Staat selber kommt. Das ist ein Spannungsverhältnis auch, weil wir ja in Demokratien gewählt sind und auch wiedergewählt werden wollen. Also müssen wir doch ein bisschen darauf achten, dass wir uns da nicht völlig entfernen. Ich finde es, die menschenrechtsnahen Organisationen, einschließlich dem Menschenrechtsrat in Genf, hat immer darauf geachtet, auch relativ nah an den Organisationen der Zivilgesellschaft zu sein. Und ich finde es eine große Errungenschaft, dass auch der jetzige Menschenrechtsrat nach der Menschenrechtskommission den NGOs eine große Rolle zuweist. Das ist ein Spannungsverhältnis, das bleiben wird. Einen Punkt, den Sie angesprochen haben, zu Indien. Ich glaube, die Menschenrechtsberichterstattung ist unglaublich wichtig. Da ist aber nicht nur woanders was im Argen, sondern auch bei uns. Die Inder sind super empfindlich, wenn über sie berichtet wird. Aber gucken Sie sich mal an, was die über den deutschen UPR-Bericht sagen. Die Deutschen selbst. Weiß jeder, was UPR ist? Sag bitte mal. Es wird der Menschenrechtsrat ist gegründet worden und alle 4 Jahre macht jedes der Mitglieder der Konvention einen Bericht, einen universellen, periodischen Bericht über die Menschenrechtslage. Da müssen alle dran. Und jeder versucht natürlich, sich so gut wie es geht darzustellen. Dann wird das diskutiert in Ausschüssen und im Bericht. Da machen alle anderen Kommentare und dann werden gemeinsame Empfehlungen formuliert. Und da muss man sich mal angucken, wie nun Deutschland auf die zahlreichen Empfehlungen, zum Beispiel zum Rassismus, zum Beispiel zum Nazi-Anschlägen, zum Beispiel zu unserem Verhältnis zu Flüchtlingen gemacht wird. Da sagt man, ja, die sollen noch mal ruhig sein, die nehmen nicht genug Flüchtlinge auf. Oder es heißt, ja, das ist nun völlig abwegig. Oder man geht erst gar nicht drauf ein. Ich glaube, langfristig müssen wir es ertragen, dass wir kritisiert werden. Die Amerikaner machen einen Menschenrechtsbericht über alle Länder, ertragen ist aber auch, dass man kritisiert wird. Wir müssen uns den über Deutschland mal angucken. Da kritisieren die uns zum Beispiel wegen der Religionsfreiheit, dass wir die Scientology Church verfolgen als verfassungsfeindliche Organisation. Das ist ein Dilemma. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Ich setze aber, wie gesagt, auf die Menschenrechtsberichterstattung und ich glaube, der neue Menschenrechtsrat hat an dem Punkt einen deutlichen Schritt gemacht.
Sustainable Development Goals haben ein starkes Element der gemeinsamen Verantwortung, auch wenn wir unterschiedlich sind. Das halte ich für positiv. Da entwickelt sich was, da kommt was in Gang. Der letzte Punkt, was Sie gesagt haben zu Syrien. Das ist ja richtig. Als Menschenrechtsaktivist, aber auch als Mitglied des Menschenrechtsausschusses, sage ich in den chaotischen Situationen, was soll man eigentlich anfangen, wo soll man überhaupt irgendwas anfangen als Menschenrechtler? Kann man doch gar nichts machen. Also gehen wir in Deckung, machen gar nichts. Doch, man kann was. Man kann sich auf die Seite der Opfer stellen. Die Opfer sind zahlreich. Und das sind nicht nur Flüchtlinge, sondern das sind auch Kranke. Dann gibt es Organisationen, die da was machen. Es ist auch nicht so, dass da niemand irgendwie hinkommt. Reden Sie mal mit dem Roten Kreuz, die doch irgendwas hinkriegen. Also muss man bei denen sein. Und ich habe das Respect, Protect, Fulfill, also Recht, Schutz und Entwicklung. Der Schutz, im Zweifel muss man auf Seiten der Opfer sein. Und die schützen. Und da können wir was machen. Und deshalb müssen wir besser sein in der humanitären Hilfe. Deshalb müssen wir besser sein in der Flüchtlingsaufnahme. Deshalb müssen wir besser sein in der Unterstützung der Nachbarstaaten, Türkei, Libanon und Jordanien. Unabhängig davon, dass wir das Militärregime in Jordanien auch nicht mögen. Ja, herzlichen Dank. Sie haben, ich habe mich jetzt gerade noch mal mit Richard Bennett, wir haben noch Kraft für eine zweite Fragerunde. Gibt es weitere Fragen? Eins, zwei. Melden Sie sich jetzt, es wäre die letzte Runde und dann gehen wir zurück. Also, jetzt muss ich auf mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Alles klar. Ja, Eberhard Schulz, ich bin Menschenrechtsanwalt, Vorstandsmitglied der Internationalen Liga für Menschenrechte und Vorsitzender einer Stiftung für soziale Menschenrechte und Partizipation. Dazu habe ich eine Frage, aber vielleicht vorher kurz eine Anmerkung zu der These, dass die Außenpolitik nicht von den Menschenrechten geleitet wird. Man könnte die überspitzt natürlich eigentlich auch umkehren, meiner Meinung nach. Es ist ja über 100 Jahre her, dass Bismarck die Botschafter zusammengetrommelt hat und gesagt hat, wir brauchen Berichte über Verletzungen von Menschenrechten in Indien, China und so weiter. Wir wissen alle, was damals draus geworden ist, aber so weit brauchen wir doch nicht zurückzugucken. Ich würde mal sagen, Ex-Jugoslawien, Libyen, Irak sind doch Beispiele dafür, dass gerade versucht wurde, mit Menschenrechten zu argumentieren, auch wenn Deutschland zum Glück nicht an vorderster Front dabei war, aber doch, wie das Bundesverwaltungsgericht ja festgestellt hat, den völkerrechtswidrigen Aggressionskrieg unterstützt hat. Und was daraus geworden ist, ist eine Katastrophe. Ist ja schon hier mehrfach Verschiedenes angesprochen worden. Also deshalb denke ich, ist es wichtig, das auch im Auge zu behalten und vielleicht die noch mal ganz konkret, da Frau Steinbach ist ja nicht irgendwer, die sich weigert, dieses lange verpflichtende Gesetz für das Deutsche Institut für Menschenrechte da quer zu schießen. Jedenfalls, wenn man den Berichten in den Medien glauben kann, da können Sie, deshalb meine Frage an Tom Königs, sicher auch was zu sagen. Und es ist ja eine Katastrophe, wenn die Bundesregierung zu der Kritik von anderen Staaten zu NSU sich ausgerechnet darauf auf einen Aktionsplan beruft, der verabschiedet wurde. Der ist ja nicht schlecht. Aber der wurde verabschiedet, bevor die NSU überhaupt sich selbst entlarvt hat. Also da kann man doch nicht ernsthaft davon reden. Deshalb meine ich in der Konsequenz, man sollte die Kritik insbesondere zum Beispiel aus lateinamerikanischen Staaten sehr ernst nehmen. Jetzt meine zweite, wichtigere Frage. Ich denke zum Beispiel, Residenzpflicht wurde hier angesprochen für Flüchtlinge, das Drama, das Elend. Aber auch das Arbeitsverbot ist ja genauso ein Punkt. Und deshalb unterstützen wir nicht nur in diesen Bereichen wie Flüchtlinge mit unserer Stiftung die Forderungen, die Aktivitäten, weil das soziale Menschenrechte sind. Und ist nicht ein ganz entscheidender Schritt, meine Frage an beide, dass endlich das Zusatzprotokoll zum UN-Sozialpakt von 1966 ratifiziert wird, damit die Individualbeschwerde, die ja in anderen Bereichen hier positiv erwähnt wurde, endlich auch für die sozialen Menschenrechte möglich ist,
Das hat ja dann nicht nur im Einzelfall Bedeutung, indem solche Fälle vor die UN, vor den UN-Menschenrechtsausschuss kommen, sondern wird ja auch das, die Verfassung, das Gesetz muss ja alles umgesetzt und angepasst werden. Danke. I could speak English. Question for Mr. Bennett. I'm one of the volunteer coordinators for Korea at Amnesty Germany, and I'd like to know about the new targets, social human rights forespoken. What's about the old human rights, the political human rights? What do Amnesty for the prison camps in North Korea? How many people are still in these prison camps, and what Amnesty like to be them? Set them free. Ja, mein Name ist Wolfgang Knepper. Wenn ich so höre, die Politik und Zivilgesellschaft, dass die bestimmen sollen, ich finde es entscheidend, ob das ein Bewusstseinsprozess in der, Prozess, in der ganzen Bevölkerung. Und Menschenrechte hatten bisher für meine Begriffe noch auch für mich haben die Menschenrechte, also nach meiner Einschätzung, zum Beispiel in Schulen oder in der Zivilgesellschaft noch eine relativ geringe Bedeutung. Und diesen Bewusstseinsprozess mal anzuleiten, auch sodass Mitarbeiter in den Unternehmen auch den Mut haben, für Menschenrechte einzutreten. Nämlich ich habe selbst festgestellt, dass dann, wenn man sie darauf anspricht, auch entsprechende Abteilungsdirektoren und andere, die halten sich bedeckt und sagen gar nichts. Und ich finde eben, dass wir schon in den Schulen praktisch irgendwie ein Programm oder regelmäßig auch Amnesty oder andere in die Schulen mal diesen Bewusstseinsprozess so verstärken sollen, weil das mindestens so wichtig ist, als wenn die Politik da was tut. Ja, Eva Quistorp, ehemalige Europaabgeordnete, die sich freut, dass ihr beide hier heute Abend eure Arbeit vorstellt. Ich lasse mal mein sonstiges Thema Frauenrechte weg. Das hat ja Herr Bennett wenigstens ein bisschen angedeutet, aber würde gerne, da ich einen Dokumentarfilm zur FIFA am Montag gesehen habe und die FIFA mich länger beschäftigt, übrigens mit dem Bezug Barbara, multinationale Konzerne und globale Regierung und soziale und ökonomische Rechte in geballter Form und geballte Financial Power und Korruptionspowerform und gleichzeitig eben das, was viele jetzt, wie auch von Bangladesch, da von den Textilfabriken haben sehen können, gibt es zum Glück ein paar gute Filmemacher, die im gewissen Sinne Amnesty zuarbeiten und auch den Gewerkschaften, die die Menschen vor Ort zeigen, wo jetzt auch viele junge Arbeiter aus Nepal dabei waren, ja, wo die Mütter dann außer dem Erdbeben auch noch den Tod ihrer Arbeitersöhne erleiden müssen. Könnte man nicht die Kampagne zur FIFA und das nutzen, also um jetzt zu überlegen, dass man ab und zu auch mal Erfolge und Lobbyarbeit mit Partnerschaftsorganisationen vorzeigt, ob man nicht doch bis zur FIFA Weihnachten, da geht es auch um Brüderlichkeit und Liebe, ob man da nicht eine gemeinsame Kampagne hinkriegt, wo soziale, gewerkschaftliche Amnesty-Gruppen und Parlamentarier zusammenarbeiten, weil ich finde es unerträglich, wie dieser globale Korruptionsstaat FIFA da die Leute begeistern kann. Ja, Sieglinde Weinbrenner, Brot für die Welt. Ich habe meine Frage richtet sich an Herrn Königs, auch als Abgeordneter, also gerade als Abgeordneter. Wir sprechen ja über das Leitbild, menschenrechtliche Leitbild, und inwiefern kann sich das verwirklichen. Und also meine Beobachtung ist so, dass es einfacher ist vielleicht mit Menschenrechten im Inland, weil da gibt es Gesetzesinitiativen, da kann man parlamentarisch aktiv werden und da was verändern. Ich glaube, das ist für die Außenpolitik einfach sehr viel schwieriger, weil das irgendwie im Parlament halt, da gibt es keine Gesetze, die man
sozusagen, die ja greifbar werden könnten. Und Sie haben eben schon ein wichtiges Stichwort genannt, fand ich, nämlich Rechenschaftslegung und auch Berichten. Und heute war ja die Anhörung über den Menschenrechtsbericht der Bundesregierung. Aber trotzdem wird es einfach nicht griffig. Und ich denke, das Beispiel, was Sie eben auch ganz zu Anfang erwähnt haben, nämlich Ägypten, der Präsident Ägyptens kommt. Zunächst hat es geheißen, der soll erst kommen, wenn es parlamentarische Wahlen in Ägypten gegeben hat. Die gibt es nicht, das interessiert jetzt auch niemanden mehr, er wird eingeladen. Und ich glaube, da gibt es einfach auch einen Dissens zwischen den unterschiedlichen Ressorts. Was ist wichtiger, ein Land wie Ägypten als Marktwirtschaft oder eben die Menschenrechtssituation? Und ich sehe da nicht wirklich einen Ausweg. Und mich würde einfach interessieren, wie man das parlamentarisch vielleicht noch aufgreifen kann, was Sie da als als Abgeordneter machen können, welche Ideen es auch gibt von, sage ich mal, der grünen Fraktion, da einen Schritt weiter zu kommen, dass man sozusagen dieses hehre Leitbild auch irgendwo mehr greifbar machen kann und auch irgendwie monitoren kann. Und ja, sonst ist es immer nur wieder moralische Appelle. Gut, ja. Angekommen, Frau Weinbrenner, die Frage, denke ich, perfekt. Wir starten wieder mit Richard und gehen dann zu Tom, und du hast dann auch die Gelegenheit, hier deine Final Words zu sprechen. Ich werde sicherlich auch noch abmoderieren, aber bedenke das mit, dass du einfach nochmal deine letzten Botschaften senden kannst, also für heute Abend natürlich. Thank you, Barbara. I'd like to start with the... I'm not going to take the questions in any particular order. I'm going to start with the question about FIFA. And I'm going to do this for two reasons. One is Amnesty International has already issued one report about the treatment of migrant workers in Qatar, many of whom are involved in construction industry for the World Cup in 2022. But I want to tell you a personal story, because which involves both Qatar and Nepal. 10, 11 days ago, I think it was, I was in an aeroplane above Nepal, just about 45 minutes away to land in Kathmandu, and the pilot said, "There's been an earthquake, and we're turning around and going back to Doha, where it had come from." So we flew back to Doha, and I stayed there with my colleague for 3 or 4 days, trying to figure out what we should do about Nepal. I was supposed to be there all of last week. Amnesty had arranged a South Asia regional meeting in Kathmandu. And one of the things that I was noticing, I don't know Doha very well, I'd only been there once before, but I was stuck there with not much to do, was that, you know, all of the migrant workers in the buses and in the construction sites from Nepal, many of whom were from Nepal. And I was thinking about how are they feeling being exploited to build different sites and to construct for the World Cup, when their families in Nepal may have been killed or injured in this earthquake. So I thought, this is kind of a bit radical, but maybe I'll go ahead with it. I thought, why not call on Qatar to put some serious money, which is a very rich country, into rebuilding Nepal. After all, they are making use of thousands of Nepalese workers to build their own buildings, and who needs construction more now than the country of Nepal? Moreover, the very workers who are constructing for the Qatar government are the ones that could go back and help rebuild their own country. So anyway, I thought I would throw that in as a thought.
On North Korea, and thanks to my colleague in Amnesty International for that question, I think, as you know, we can't go to North Korea. We can't get in. We can't go to China either, for that matter. So our ability to do our independent research on North Korea is restricted to talking to the few people who can get out of North Korea. So we don't have particular figures on the situation of the numbers in the labor camps there. We have done work because a year ago or so, there was a very good, actually, UN report on the situation in North Korea. And so we, together with other partners, did some advocacy work, particularly in New York, in order to get the situation in North Korea on the agenda of the UN Security Council. And that was successful. It is now on the agenda of the Security Council. Of course, it needs a lot more following up. And we don't like to compare countries and say one country is worse than another. Amnesty International is not Transparency International. We don't do that kind of ranking of countries. But I think we can imagine more or less where North Korea would come if such a thing was done. It's a very, very grave human rights situation there. And we should not, certainly not ignore it. It should be at the forefront of all countries' policies. The question about additional signing up to the protocols to the different conventions, I think if that's in relation to Germany, I'll rather let Tom answer that. The optional protocols. And the question about awareness raising, is my answer is absolutely. Of course, awareness raising, human rights education is absolutely fundamental. It's something that that Amnesty International, in its different groups throughout the world, does a great deal. And yes, it is true that sometimes human rights doesn't enjoy a good reputation amongst in some places. But I'd also like to come back to the issue of the 21st century, and I am not at the forefront of social media, but what makes me very, I tweet occasionally, nowhere near as much as Tom, but what makes me optimistic is that young people can get information through social media that they may not get at school. And we are seeing take up of that. And then finally, because you said that your hobby horse was gender and you weren't going to raise it now, I just throw in a little bit of a fact that I was thinking about and I meant to mention as a kind of roundup remark. The women, peace and security agenda is extremely important. I was noting today that 97% of peacekeepers are still men. This is the military, on the military side. And that when it comes to peace negotiations within the ambit of the Security Council Resolution 1325 that some of you may be aware of, 10% of the people involved in peace negotiations are women. 90% are still men. So perhaps finishing on that note, I think it's important not to forget the gender issue. Dazu nur ganz kurz, viele beklagen, dass so wenig Deutsche in hohen Positionen bei den Vereinten Nationen sind. Die Vereinten Nationen stellen bevorzugt jetzt Frauen ein, auch in hohen Positionen, wenn Deutschland 5 hochrangige und qualifizierte Frauen für die Spitzenpositionen in den Vereinten Nationen stellen würden, bin ich sicher, dass 3 oder 4 genommen würden. Der Generalsekretär hat das, was Richard eben gesagt hat, auch sehr deutlich gemacht.
aber da ist die Bundesregierung noch nicht so weit, wie sie an der allerobersten Spitze ist, nämlich mit der Kanzlerin. Das ist aber auch nicht ein Anliegen der Kanzlerin. Herr Schulz hatte vorhin gesagt, dass das Deutsche Institut für Menschenrechte, bei der Debatte um das Deutsche Institut für Menschenrechte hat sich gezeigt, dass, und da muss ich etwas polemisieren, dass es der CDU das Thema Menschenrechte kein Anliegen ist, dass ihnen das egal ist. Für die SPD kann man das nicht sagen, die duckt sich im Augenblick ein bisschen im Koalitionsfrieden, aber für die CDU ist das noch nicht mal die schönste Nebensache der Welt. Dass wir das Zusatzprotokoll zum Sozialpakt nicht ratifiziert haben, ist ein großes Ärgernis. In der letzten Wahlperiode haben wir von der Oppositionsseite das noch zusammen mit der SPD beantragt. Jetzt geht gar nichts mehr. Dahinter stehen irgendwelche Befürchtungen, dass irgendwelche Länderkompetenzen damit nicht fertig werden. Wenn man die Menschenrechte und damit auch das Zusatzprotokoll für eine Nebensache hält, dann wird man die 3 oder 5 zusätzlichen Stellen im öffentlichen Dienst natürlich nicht genehmigen und dann scheitert die Ratifizierung. Wir haben das dieses Jahr schon beantragt, durchgekriegt, haben wir es leider immer noch nicht. Da ist vielleicht sehr viel Bildungsarbeit und Bewusstseinsprozesse sind noch notwendig. Wir diskutieren die Frage der Fußballverbände und auch des Olympischen Komitees immer wieder. Da hat sich ein bisschen was verändert, dass nämlich die Öffentlichkeit oder die Fernsehzuschauer oder die Gebührenzahler langsam ein bisschen bewusster werden und die Kampagnen auch von Amnesty gegen die Sklavenarbeit in den Emiraten hat schon dazu geführt, dass es ein gewisses Bewusstsein gibt. Da ist noch viel Arbeit und noch viel Druck nötig. Sie hatten, Frau Weinbrenner, gesagt, Menschenrechte als Leitbild in der Außenpolitik ist ja ungeheuer schwierig, sollen wir es erstmal in der Innenpolitik vollenden. Es gibt in der Innenpolitik unglaubliche Fortschritte. Und wenn man sich, das haben wir heute ja gerade gemacht, die verschiedenen Berichte selbst der Bundesregierung ansieht, dann ist vor allem in der Innenpolitik der menschenrechtliche Diskurs sehr weit in die Mitte gerückt. Das ist gut. Auch in der Institutionalität in den verschiedenen Ministerien zeigt sich das. Für die Außenpolitik ist das noch nicht erreicht. Da ist Deutschland selbst angesichts der internationalen Diskussion noch eine lahme Ente. Und woraufhin ich immer arbeite, ist, macht nicht Riesenkonzepte, dass ihr in den Sicherheitsrat wollt, sondern nutzt die Institutionen, die es jetzt schon gibt. Ich würde mir wünschen, dass wir nicht nur mit dem Ex-Präsidenten Köhler, der das hervorragend macht, in der SDG-Debatte sind, sondern auch ganz aktiv mit den Unternehmen, da muss aber der Wirtschaftsminister mitmachen, ganz aktiv Unternehmensverantwortung diskutieren, ganz aktiv wirtschaftliche und soziale Menschenrechte auch im transnationalen Kontext diskutieren, bis hin, dass das dann auch mal Thema bei TTIP und der World Trade Organization wird. Das ist das, woran wir arbeiten. Und das ist letzten Endes, wenn dann Präsidenten hierher kommen, nicht heißt, niemand soll hierher kommen, auch nicht heißt, das müssen wir boykottieren, aber es gibt bestimmte Minima. Und das will ich zum Schluss noch sagen, das Minimum, was wir können, ist denen, die in ihren Ländern in schwierigsten Bedingungen für die Menschenrechte, für uns, für die Menschenrechte kämpfen, dass wir denen zeigen, wir sind auf eurer Seite. Hier in der Böll-Stiftung hat die Marianne Birtler mal gesagt, ja, in den 80er Jahren haben wir nie gedacht, dass irgendwas sich bei uns ändert. Aber wir wussten wenigstens, dass Leute in Westdeutschland auf unserer Seite sind und Willy Brandt war immer auf unserer Seite. Das ist das Mindeste, was wir erreichen müssen, dass sie wenigstens bestärkt werden darin. Das ist ungeheuer wichtig. Vielen Dank. Ja. Ganz, ganz
herzlichen Dank von meiner Seite noch. Also für das Deutsche Institut für Menschenrechte gibt es jetzt eine gesetzliche Grundlage. Möchte ich einfach nur noch mal, ja, also ist so gut wie durch. Ich kann das, bin da sehr nah dran, weil ich auch im Kuratorium des Deutschen Instituts für Menschenrechte bin, also mein Ehrenamt, um dieses Institut eben auch zu begleiten. Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat ein ganz starkes Mandat, das nochmal an Sie in Menschenrechtsbildung. Die haben einen Auftrag, Menschenrechtsbildung eben nicht nur mit Multiplikatoren wie Richtern oder anderen Berufsgruppen, die eine Menschenrechtsagenda brauchen, sondern auch Breitenbildung zu machen. Ich denke, es ist wichtig, auch darauf zu drängen, das kann ich nur bestätigen, dass wir einfach viel, viel mehr Akteurinnen und Akteure brauchen, die Menschenrechte eben nicht, ich sagte das schon am Anfang, als ein Luxusgut, was dann später kommt, sondern als integralen Bestandteil auch politischen Handelns, gesellschaftlichen Handelns wird. Das muss ja irgendwie unser aller Thema sein. Ganz zum Schluss von mir, dieser Abend versteht sich auch ein Stück weit als Auftakt einer Serie von Veranstaltungen, die mit dem Schwerpunkt Menschenrechte organisieren in den nächsten Wochen. Sie finden diesen Flyer, den Tom Königs in der Hand hat, draußen am 12. Juni, das ist dann mit die direkteste Fortsetzung, werden wir gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte genau an diesem Strang weiter diskutieren. Wie müssen wir eigentlich in globale Prozesse, Deutschland ist ja auch Gastgeber des G7-Gipfels, wie müssen wir es eigentlich hinbekommen, dass Menschenrechte zum zentralen Leitbild globaler Politik werden? Da werden wir dann genau auch über Themen, wie halten wir Unternehmen rechenschaftspflichtig, wie können wir extraterritoriale Schutzpflichten noch stärker verankern, das wird Thema sein. Jetzt erstmal an Sie herzlichen Dank für Ihr Hiersein, für Ihre Geduld. Herzlichen Dank an unsere Übersetzerinnen und ganz großen Dank an unsere beiden Referenten, oh je, soweit ist es noch nicht, Tom, ja. Tom Königs und Richard Bennett. Sie sind außerdem gerne noch für weitere informelle Gespräche, die sind ja auch wichtig, eingeladen zu einem Glas Wasser oder Wein, keine Ahnung, auf jeden Fall auch zu einer Brezel, und bleiben Sie noch hier und nutzen Sie auch immer solche Abende, um sich wechselseitig zu vernetzen, zu verständigen und auszutauschen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und tschüss.